Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Oberligaspiel IHC Klostersee gegen den EHV Schönheide 09. Wir begrüßen den Gästetrainer Norbert Pascha, unseren Coach, den Andrzej Mitkiewicz. Und ich bitte jetzt den Gästetrainer, den Herrn Pascha, kurz was zum Spiel zu sagen. Ja, schönen guten Abend, allen zusammen hier. Ja, Klostersee hat verdient gewonnen. Wenn man kein Tor schießt, kann man nicht gewinnen. Im ersten Drittel sehe ich uns sogar als die bessere Mannschaft, Klostersee. Cleverer im Abschluss. So liegen wir 2-0 zurück. Spielentscheidend war heute ganz klar die Special Teams mal wieder. Und da ist Klostersee cleverer gewesen, hat Tor gemacht. Da. Wir sind 2 Minuten im Drittel, aber treffen halt die Bude nicht. Und wenn man kein Tor schießt, wird es schwer, ein Eishockeyspiel zu gewinnen. Okay. Andrzej, was gibt es von deiner Seite? Von meiner Seite. Einen schönen guten Abend. Ja, wir machen mal wirklich eine schwere Zeit durch mit der Mannschaft. Jetzt auch in dem Sinne, dass es sehr viele verletzte Spieler sind dabei bei uns. Und das Positive ist oder das Schöne ist, dass Leute bleiben trotzdem nicht nur in der Mannschaft, sondern auch außerhalb der Mannschaft bleiben immer wieder positiv. Und sehr viele haben genau heute gesagt, dass ja, ohne Ausländer genau. Da reißt sich die Mannschaft richtig zusammen und wird dann das beste Eishockey zeigen. Und das freut mich sehr für die Mannschaft. Das hat sich wirklich bewahrheitet. Also 16 Minuten lang von Anfang bis zum Schluss jeder Spieler sein Bestes abgerufen. Und zu Null zu gewinnen ist wirklich hervorragend. Also Powerplay hat super funktioniert und Unterzahl, kein Tor kassiert. Also es hat einfach alles perfekt funktioniert. Ja. Gratuliere die Mannschaft für die 3 Punkte. Kannst du vielleicht, nur zum Schluss, ist der Rafi Käfer vom Eis, weißt du schon was Genaueres? Nein, weiß ich nicht. Ich bleibe in großer Hoffnung, dass es jetzt nicht extrem schlimm ist. Also bei unserem Kader jetzt momentan, der ist ja auch nicht sehr, sehr breit. Also weiß ich nicht. Da muss man zuerst einmal Untersuchungen machen, wie schlimm das ist. Also da möchte ich keine Aussage treffen momentan. Vielleicht machen wir weiter. Es gibt ja doch den einen oder anderen abzuarbeiten. Quirin Stocker, ja. Bernd Riesche. Also Quirin Stocker ist folgendes, die ganze Woche grippalen Infekt. Also der ist ganze Woche mit Fieber und zu Hause geblieben und kann nicht spielen. Riesche Bernd war letzte Woche krank und die ganze Woche mit Arbeit unterwegs. Deswegen wird er auch nicht den Einsatz haben können. Dann haben wir Cole Gunner, ist leider auch wieder zum Schluss im letzten Spiel eine Verletzung am Ellenbogen, einen Schleimbeutel, haben sie operiert gleich am Montag. Also das dauert sicherlich noch ein bisschen. Das bedeutet, dass, so wie ich es weiß, am Mittwoch, glaube ich, kommen die Fäden raus und dann wird das angeschaut, alles weh. Aber ich hoffe, dass dann nach Deutschland Pause, dass er wieder einstellen kann. Mika Tormainen ist nach Hause geflogen, sich in Finnland untersuchen lassen. Weiß ich nicht, also ich hoffe wirklich, dass es da vielleicht was Positives herausstellt, dass der eventuell so schnell wie möglich zurückkommen kann. Dann haben wir, weiß ich gar nicht jetzt auswendig, ob wir noch Verletzte haben. Nico. Ah ja, genau, Nico Sänger ist wirklich wirklich ein harter Spieler, sage ich mal. Also der beißt wirklich die Zähne extrem zusammen. Spielt mit, mit verletzter Leiste. Wird am Montag, ist schon Termin eigentlich ausgemacht, wird am Montag operiert. Und danach dauert es auch dann nach der Operation laut dem Arzt 3 Wochen, sage ich mal grob. Und glaube ich. Also ich hoffe, wie gesagt, dass der Raphael Käfer... Die halbe Mannschaft schon beieinander. Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass der Raphael Käfer das dann nicht so lange ausfällt, dass wir irgendwann mal vielleicht in der Saison auch komplett spielen können, wie wir eigentlich auf der Liste oder auf dem Zettel dastehen. Danke, Andrzej. Gibt es Fragen von der Presse? Okay, dann wünschen wir den Gästen einen guten Nachhauseweg. Viel Erfolg weiterhin, bis zum nächsten Aufeinandertreffen. Und wünschen allen ein schönes Wochenende. Am Sonntag geht es weiter in Peiting. Und am 13. November findet das nächste Heimspiel statt. Das ist ein Freitag um 20 Uhr gegen Bayreuth. Da hoffentlich können wir wieder viele hier im Stadion begrüßen. Danke.